So, Freunde. Scheiße. Wieder den Anfänger rausgucken lassen. Ich bin's mal wieder. Es ist früher Morgen, Samstag, 8. Juli. Morgen beginnt der Triathlon-Wahnsinn in Deutschland. Und ich dachte mir, heute mache ich meinen eigenen Wahnsinn. Ein bisschen weiter südlich, in Sachsen, in Bautzen, bei den Bautzener Bergen. Weil mein Trainer schreibt mir ab und zu mal so Bergtraining auf den Plan. Sollte man ja vielleicht mal machen beim Ötztaler. Und damit ich nicht immer nur die kleinen Mini-Hügel hier bei uns tausendmal hoch und runter fahren muss, beziehungsweise ständig auf die Rolle muss, fahren wir da mal nach Sachsen da. Da gibt es ja schon ein bisschen Mittelgebirge, dass man da auch mal am Berg so knappe 20 Minuten hochfahren kann. Es ist noch gut früh, so für einen Samstag, aber damit 1,5 Stunden Autofahrt, hat eigentlich schon richtig Bock, muss ich sagen. Und ja, alles soweit schon ready im Auto. Könnte nice werden. So, Freunde, es ist mal wieder soweit. Sportfreund in Action, Intervalle fahren. Das sieht jetzt so aus, dass ich so, ja, so 15 bis 17 Minuten hochfahre. In so einem Intervall von 230 bis 340 Watt. Je nachdem, wie steil es gerade ist. Und jetzt wird es zum Beispiel etwas flacher. Muss ich die Wattzahl natürlich irgendwie halten. Genau. Ganz geiles Training hier. Schön wellig. Und dann so eine kleinen Peaks hier. Muss erstmal kurz weiterfahren. Okay. Also richtig steile Dinger auch dabei hier, was geil ist. Beim Ötztaler wird es auch richtig krasse Rampen geben. Alle 2 Wochen mal hier hinfahren, für einen Tag spezifisch trainieren und so. Und in 3 Wochen ist ja auch schon dann der Giro der Dolomiti. Geil. Gucken, 3 Etappen mitnehmen oder so. Scheiße, ich muss erstmal weiter. Die Puste fehlt. Und ein Röntchen im See planschen. Ich schließe den Tag dann ab.